Als Mikroplastik überdauern sie Jahrhunderte. Zigarettenfilter sind aus Kunststoff, Zelluloseacetat. In ihnen steckt Arsen, Blei, Cadmium, jede Menge krebserregender Stoffe und natürlich das Nervengift Nikotin. Vom Filter gelangen die Gifte in die Natur. Die Mitglieder des Forums Plastikfreies Augsburg sammeln regelmäßig Müll in der Stadt. Sogar am Spielplatz liegen Unmengen Kippen, obwohl Rauchen hier natürlich verboten ist. Die meisten Raucher wissen gar nicht, wie schädlich die Kippen sind. Es ist einerseits klar ein ästhetisches Problem, auch für die Kinder hier wirklich ein großes Problem, weil die Kleinen einfach hingehend in den Mund stecken. Aber es ist tatsächlich so, dass jede einzelne Zigarettenkippe ca. 40 Liter Wasser verschmutzt. Und diese Giftstoffe, die da drin sind, das Nikotin und viele andere Stoffe in diesem Filter sich anreichern und dann durch den Regen, durch das Wetter wieder ausgewaschen werden und eben wirklich auch in die Erde und in unser Grundwasser gehen. In München setzt die Stadt auf die Einsicht der Raucher. Eigentlich drohen Bußgelder für die, die ihre Kippen wegwerfen. Praktisch müsste man sie auf frischer Tat ertappen, fast unmöglich. Die Stadt spricht Raucher an der Isar an, verteilt Taschen, Aschenbecher und appelliert an die Vernunft. Schließlich wollen die Badenden ja auch nicht im Müll liegen. Wir wollen die Leute motivieren, ihren Müll wieder mitzunehmen, die Kippen nicht wegzuwerfen, sondern eben tatsächlich so ein Bewusstsein schaffen für eine saubere Umwelt und tatsächlich auch darauf zu achten, nichts in der Umwelt liegen zu lassen. Christoph Dünnhuber, 20 Jahre, Student aus Erding, will eine radikalere Lösung. Er will 20 Cent Pfand auf jeden Zigarettenfilter. Dafür sammelt er Stimmen mit einer Online-Petition. Also 20 Cent pro Filter. Dann haben wir Taschenaschenbecher, die ausgegeben werden. Und diese Taschenaschenbecher dienen dazu, dass dort die Zigarettenstummel auf dem Weg entsorgt bzw. zwischengelagert werden können. Und bei den Rückgabestellen kann dann sozusagen das Pfand wieder eingeholt werden. Jeden Tag werden in Deutschland rund 200 Millionen Zigaretten geraucht. Zu viele dieser Kippen vergiften die Natur.